Rekord in Russland. Russischer Staatsbürger in einer Woche. Vor einer Woche fand eine Videobrücke Freiwillige in Russland 2020 unter Teilnahme des russischen Präsidenten Putin statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erklärte ein Italiener, der seit 8 Jahren in Krasnojarsk wohnt, dass er keinen sehnlicheren Wunsch habe, als russischer Staatsbürger zu werden. Eine Woche später ist er russischer Staatsbürger. Am Sonntag vergangener Woche berichtete Kaliningrad-Domizil mit einigen kritischen Anmerkungen über den Wunsch des Italieners Valeri Zanetti, unbedingt russischer Staatsbürger werden zu wollen. Er sprach hierzu direkt den russischen Präsidenten Putin öffentlich an und ergänzte: Sie haben meinen kleinen Hinweis verstanden? Господин Президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель. Так сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек. Всем ждем волонтера. Тоньше не бывает. Und Putin hatte verstanden. Innerhalb einer Woche wurden alle Dokumente gesammelt, übersetzt, beglaubigt, geprüft. Der Italiener erhielt von der Kommission des Innenministeriums den Status Träger der russischen Sprache, volkstümlich, sprachkundig. Und genau eine Woche später war er russischer Staatsbürger. Die normale Bearbeitungszeit nach dem neuen Gesetz zur russischen Staatsbürgerschaft beträgt nach Abgabe aller Dokumente 3 Monate. Der neue russische Staatsbürger mit einer italienischen Staatsbürgerschaft bedankte sich beim russischen Präsidenten und bedankte sich auch bei den staatlichen Organen, die eine derart schnelle Erfüllung seiner Bitte ermöglichten. Putin erwiderte: Wenn das Herz Zanettis sich in Russland befinde, so muss auch der russische Pass gleich neben ihm sein.